Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit dem DLC The Fate of Iberia. Hier ist euer Don Firenze und wir spielen mit dem Königreich von Nevara und unserem König Anzo, mittlerweile 52 Jahre alt. Wir können mal auf seine Beziehungen gucken, lassen das Spiel aber ruhig weiterlaufen. Lebt wohl, meine Bekanntschaft. Jawohl. Wir wollten Hof halten und dann gucken wir uns gleich mal seine Familie und seine Umgebung an. Oh, ein erfolgreicher Blablabla. Das kennen wir. In den letzten Tagen habe ich immer wieder von einem mächtigen Held der Bauernschaft gehört, der die Herzen des einfachen Volkes durch unglaubliche Taten und unvergleichliche Tapferkeit gewonnen hat. Dieser Held, der auf dem Namen Bernhard hört, hat das niedere Volk vor den katalanischen Räubern verteidigt und ist nun den ganzen Weg nach Pamplona gereist, um eine Audienz bei mir zu erhalten. Es besteht kein Zweifel daran, dass Bernhard ein großer Held ist, doch besteht mein Hof darauf, dass ich einen Gemeinen nicht über seinen Stand hinaus erhebe. Er ist ein großartiger Kämpfer, er ist noch relativ jung, ein Waldkämpfer, ein Furtner dazu, tapfer, gefällt mir. Ihr gewährt eine Grafschaft, die derzeit von Oberbürgermeister... Oberbürgermeister verliert. Der ist andalusisch-mulabisch. Also, da muss man doch gar nicht lang überlegen. Ja, das machen wir. Und der andere ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Dadurch haben wir nämlich schon mal etwas Gutes gemacht. Wir haben einen tollen Kämpfer an unserer Seite. Wahnsinn, ja. Ein Bauer steht vor mir und bringt vor versammelten Hof seine Bitte vor. Verwendet die restlichen Materialien für andere Gebäude. Boah, 90 Euro. Verringerte Baukosten. Wir sind eine, wir die Schuldigen sind, doch sie haben. Kastilia und Basken. Mir eigentlich egal an der Stelle. Mein Fürst meldet sich, meine Freundin Briska. Ihr könnt fortfahren. Karten werden überbewertet. Ne, das will ich jetzt nicht. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Ich habe nicht so viel Kohle, mein Fräulein. Aber ich möchte jetzt etwas überlegen. Er hat nämlich im Moment tatsächlich gerade keine Verbündeten und das macht ihn schwach in meinen Augen. Eine 12er Entwicklung. Eine 11er Entwicklung, eine 10er Entwicklung und eine 10er Entwicklung. Ja klar, die Küstenregion. Die könnten wir uns einverleiben. Und wenn ich das richtig deute, müssten wir doch dann eigentlich sehen, ob wir dieses Königreich Aragon, nee, das hier, machen könnten. Theoretisch ja, weil wir haben 8 und wir brauchen 9. Und dann scheitert es am Geld. Aber das hat ja das Spiel bisher nie davon abgehalten. Ja, das Problem ist, wir haben keinen. Wir werden es auch diesmal nicht wirklich. Wir probieren es aber trotzdem aus, würde ich sagen. Graf Lope ist nicht beeinflusst. Hm.
Es ist halt ein direkter Nachbar. Das ist jetzt nochmal zu überlegen. Er mag uns eigentlich sehr gerne. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn sozusagen antasten sollten, weil er ist sowohl gegen Frankreich unter Umständen ein Bollwerk und kann uns natürlich auch gegen Kastilien nochmal wertvolle Hilfe leisten. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn angreifen sollten. Oder ob wir uns stattdessen nicht lieber hier noch ein Stück vom Kuchen holen. Dazu brauchen wir nicht mal unsere Verbündeten akquirieren. Ich glaube, so machen wir das. Wir werden uns weiter ausbreiten. Der Fluch endet und keinen Tag zu früh. Unser Rivale Anzo ist gestorben. Komm, geh du damit rein. Und dann stecken wir erstmal den Belagerer hier rein. Dann dürfte das eigentlich noch schneller gehen. Ja, soll er kommen. Unser persönlicher Streiter ist nicht mehr. Da gucken wir gleich mal, wer das übernehmen könnte. Im Moment vielleicht gar keiner, weil wir uns auf den Krieg konzentrieren. Unser Ratsmitglied ist aber gestorben. Das war, glaube ich, unser Ratsmarschall. Naja, wer könnte das besser sein als er hier? Er wird mit Sicherheit auch unser Streiter werden. Die haben da keine Chance. Sie wird gerecht. 7 Jahre, warum denn so lange, ey? Die sind alle ziemlich sauer auf uns, ich weiß gar nicht warum. Die Freundschaft von Herzogin Raimonde. Ja, warum nicht? Sie sieht doch ganz annehmlich aus. Scheint gut gesittet zu sein. Ja, Sabalot. Da müssen wir halt doch. Um Hilfe bitten. Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Beeinflussung. Sehr gut. Nachfolge beziehungsweise Vasallen. Das war natürlich jetzt bedauerlich, aber dass wir da so untergehen, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Naja, wir haben natürlich nicht unseren Befehlshaber drin gehabt. Das habe ich vergessen umzustellen. Das ist natürlich Mist. Durchdachte Diplomatie. Unglaubliche Arbeit. Ja. Mach mal. Mein Gefangener ist gestorben. Oh. Das heißt doch jetzt, dass wir ein bisschen besser da sein müssen. Gonzal Jimena. Ein Enkel von uns. Sehr schön. Puh, ganz ehrlich. 100, ne, da kann mich keiner der beiden so richtig beeindrucken. Im Gegenteil, wir könnten mal gucken. Machen wir so. Das klingt ja wunderbar. Sie ist immerhin Arzt. Sie soll das werden. Wir haben trotz ausgehobener Truppen. Naja, jetzt haben wir das so gut wie gewonnen. Der erholt sich jetzt nicht mehr. Und somit denke ich tatsächlich, dass wir dieses Gebiet für uns erwerben. Geht schon wieder alles viel zu schnell. Harte Herrschaft. Ja, machen wir. Graf Bernat, das ist doch hier unser guter Kämpfer. Er ist entstellt. Ja gut, das ist ja nicht schlimm. Ne, das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber unser Glaubensob um Geld anbetteln, das können wir auf jeden Fall. Weil mit diesem Geld können wir dann wahrscheinlich auch direkt dann das neue, diese Mittel werden mir den Sieg bringen. Mal gespannt, wie viel Kriegsfortschritt uns das jetzt gibt. Nämlich 100%. Wunderbar. Forderung erzwingen. Und jetzt können wir durchaus mal weiter auf Navarra gucken. Wir sind jetzt schon gar nicht mehr so klein. Wir haben jetzt einen mächtigen Herzog, wenn ich das sehe. Und werden jetzt aber trotzdem hier hinten, wie versprochen, auch dieses Herzogtum schaffen. Sonst wieder ordentlich Prestige bringt. Und wir werden dieses Herzogtum vergeben an... Ich wollte ja eigentlich unseren Sohn. Kann ich dem gar keine Titel vergeben, oder? Natürlich schade.
Auf jeden Fall soll's ein Baske bekommen. Der hat einen Sohn, der ist aber wahnsinnig. Grafin Goto Jimenez. Sie ist zwar kastilisch, das können wir eigentlich nicht machen. Es muss eigentlich schon einer von diesen Basken hier sein. Er ist fleißig, gerecht und ruhig. Er ist ein Zwilling und verwundet. Warum wird er denn da? Wartet mal, habe ich da irgendeinen Filter an oder warum ist das? Ich habe scheinbar nicht mehr, an denen ich diese Titel vergeben kann. Ist das eine Besonderheit des Ringens? Weil normalerweise müsste ich doch da. Portugal gründen Nebenlinie erschaffen. Ne, das wollen wir ja nicht. Ne, das wollen wir nicht. Aber das ist doch jetzt irgendwie seltsam. Ich kann es meinem Sohn nicht vermachen. Und ich müsste jetzt eigentlich gleich einen Malus kriegen, oder? Naja, dann behalten wir das erstmal in unserer Rigide. Sechs Besitztümer. Wollen wir den überhaupt freilassen? Führt sie sofort herein. Seid gegrüßt. Das ist keine einfache Sprache. Eine lobenswerte Anstrengung. Schwierig. Wir müssen jetzt nur noch einmal gucken. Und zwar, unser Ratsmarschall muss in jedem Fall mal hier unten für Ordnung sorgen. Das ist klar. Er ist natürlich schon auch ein mächtiger. Ratskanzler und Vasall von der Stadt. Wir werden sie in jedem Fall ersetzen, und zwar durch unseren Vasall hier. Wir werden die Bekehrung verlangen. Und dann werden wir weitersehen. Ist ja kein so schlechter Ratskanzler dann. Metallschmiede-Inspiration. Ja, das machen wir. Finanzieren wir. Jetzt kommen die ganzen Gegenstände, das ist doch hervorragend. Ich werde nicht, ich nehme das Angebot an.
Erhält ein schwaches Druckmittel. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum nicht. Er ist jetzt auf alle Fälle auch katholisch. Das ist doch erstmal total in Ordnung. Und jetzt werden wir noch einmal gucken. Erhaltet Übungszell, ihr gewinnt das Übungszell. In dem Alter machen wir das wahrscheinlich nicht mehr. Gut gekämpft. Oh, wir haben es noch drauf. Guck du mal, es scheint mir, ich habe keine andere Wahl. Ihr schuldet mir was. Ja gut, mir bleibt keine andere Wahl. Das war klar, dass er da irgendwas für holen wird. Wenn ihr sagt, es ist nötig, dann ist es auch nötig. Begünstige hat von euch an meine vier Gefangene. Ja, das sind alles Kinder von ihm und seine Frau wahrscheinlich. Oder Frauen. Auf diesem Weg ziehen wir ihm zumindest so ein bisschen, machen wir ihn ein bisschen nackig. Jetzt hat er gar kein Geld mehr. Inspiration verwirklicht. Wir haben jetzt alle Gefangenen freigelassen. Wir haben quasi seine komplette Familie eingekerkert. Ist ganz schön teuer, so eine. Den Schmerz lindern. Ohne Güte zerfällt diese Welt, ja, davon bin ich überzeugt. Ja, sie werden wir auf alle Fälle noch mit reinholen. Druckmittel läuft aus. Will ich ihn am Hof haben? Nein. Ist egal. Nee. Aber 75 können wir da machen. Das ist okay. Verkürzt sich dadurch natürlich auch ein bisschen. Wir haben zu viele gehaltene Herzogtümer. Das klingt wunderbar. Ja, wir müssen dieses eine Herzogtum loswerden. Ich habe schon befürchtet, dass das doof wird, aber dass es so doof wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wem geben wir denn das? Gräfin Toda Mendines, der könnte mir das geben. Sie ist zwar kastilisch, aber am Ende des Tages ist sie treuherzig und sie hat hier auch eine Grafschaft. Insofern
werde ich ihr den Titel tatsächlich geben. Damit hat sie mich auch wieder ganz furchtbar lieb. Und kann natürlich sein, dass unsere Vasallen dann auch alle wieder etwas freundlicher gesonnen sind. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Dann beeinflussen wir ihn. Vasallentechnisch ist jetzt noch sie hier, die noch ein bisschen widerpostig ist. Ist ein Kind, okay, die kann ich nicht beeinflussen. Mächtiger Vasall. Da machen wir auf alle Fälle ihn noch happy. Er beeindruckt Vasallen. Oh, guck mal, er hat den... Krass, unser... So, jetzt gucken wir mal, ob sie hier tatsächlich... Sie ist verlobt und 13 Jahre alt. Hier müssten wir jetzt dann auch noch mal irgendwann was unternehmen. Ihr habt einen Anspruch auf den Titel. Ja, wir werden diesen Titel entziehen. So ist es. Inspiration, ein weiter Kenner. Wie großzügig. Von leicht höherer Qualität. Wunderbar. Monison. Vergeben an. Er hält schon zwei dieser Grafschaften. Ich möchte ihn auch nicht zu groß werden lassen. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein klasse Dude, ne? Und wir sind der Haupterbe. Aber die kriegen wahrscheinlich noch Kinder. Er ist vernarbt und entstellt. Vielleicht ist er genau der Richtige, weil er dadurch auch unfruchtbar wird. Ich glaube, er wird es werden. Kann ich den nicht einfach vergeben? Doch, geht. Komisch. Hält plötzlich Meinung von uns. Zudem ist er halt, haben wir da einen Hook. Das ist jetzt ein großer, mächtiger Vasall, den wir da haben. Aber das ist okay. Vasall kann kein anderes Nachfolgerecht außer Erbteilung haben. Ratsrechte garantiert. Prägerecht gewährt. Da könnte man auch, denke ich, noch einiges mehr machen hier bei diesen Möglichkeiten. Lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Ja, liebe Leute, es sind schon wieder 30 Minuten rum und es ist einiges passiert. Unser Navara wächst und gedeiht. Von höherer Qualität, ja, der soll sich da einen abmampfeln.
Er wird auch fleißig. Sie wird stur. Und wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns tatsächlich mit dem Aufbau weiter beschäftigen. Aber ich denke mal, Navarra muss sich jetzt vor keinem der anderen beiden Großkönigreiche hier in der Iberischen Halbinsel verstecken. Ja, er hat immer noch mehr als wir. Das ist klar. Er ist uns ja ebenbürtig, würde ich sagen. Und wir mit unseren Bündnissen sind da eigentlich wirklich gut aufgestellt. Unser Haupterbe hat hier auch schon einiges am Start. Und insofern bin ich gespannt, wenn wir dann... Er hat sogar theoretischen Anspruch auf das Heilige Römische Reich. Also da kann man wahrscheinlich nochmal ganz gut Herzogtum Westfranken, Herzogtum Ostfranken. Er hat da schon noch so ein paar interessante Möglichkeiten, wo man dann mal gucken kann, ob das vielleicht sogar Sinn macht, dass wir uns hier hinten noch mehr ausbreiten. Das sehen wir dann zur rechten Zeit. Und ja, ich wünsche dann viel Spaß bei dieser Folge, beziehungsweise ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer dann Firenze.